Sollte ihm in meinem Alter keine Seitensprünge mehr machen. Besonders nicht, wenn der Ehemann Italiener ist. Aber die Luft ist rein. Folgt uns keiner. Halten Sie mal da, ich hol mir mal schnell eine Tüte Chips. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Zeit. Das kann ich nicht gerade behaupten. Wenn meine Schwester nicht da drüben wäre, keine 10 Pferde würden mich da hinkriegen. Aber ich habe eine gute Nachricht für Sie. Ich habe wirklich noch 2 Karten auftreiben können. 3 Groschen, Opa? Parkett, 2. Reihe Mitte. Die gehen sonst nur unter der Hand weg. Sie haben mir eine große Freude gemacht. Danke. Ich setze die Karten auf die Rechnung. Ja. Gute Nacht. Nacht. Sag mal, ich versuche die ganze Zeit, den Tomski zu erreichen, aber er meldet sich nicht. Kann was mit seinem Telefon sein? Herr Tomski? Herr Tomski, ist was mit Ihnen passiert? Herr Tomski? Herr Tomski? Herr Tomski, sind Sie im Bad?
depressiv? Davon habe ich nichts gemerkt. Im Gegenteil, er war glücklich, dass ich ihm die Theaterkarten besorgt habe. Was, und er hat hier gewohnt, im Hotel? Ja, in Dauerapartment, schon seit einem Jahr. Sau teuer, aber bequem, hat er immer gesagt. Wo lebt seine Schwester? In Sachsen. Muss ein kleines Kaff sein. Herr Tomske ist jedes Mal sauer, dass er so oft umsteigen musste. Demnach wäre er mit der Bahn gefahren. Wir haben aber keine Fahrkarte und auch keine Taxiquittung bei ihm gefunden. Verstehe ich nicht. Vielleicht war er vorher in der Firma und hat die Unterlagen dort abgeheftet. Was ist denn das für eine Firma? Reuters Spedition, ein großes Unternehmen. Die Nummer hat er aber öfter angerufen. Ist das die Firma? Ich denke, ja. In der Tasche ist nur Wäsche. Aber schaut euch mal das an. Ein Kugelschreiber. Kantonsbank Zürich. Das würde zu den Schweizer Franken passen, die er in seiner Geldbörse hatte. Tja. Aber damit hat er bestimmt nicht in Sachsen bezahlt. Was hat denn der Arzt gesagt? Keine Spur von Gewaltanwendung. Ein Mann bestellt Theaterkarten und begeht Selbstmord? Glaube ich nicht. Ist das Telefon sauber? Ja, alles abgenommen. Hallo? Herr Tomski, nein, der kann leider im Moment nicht. Wer ist denn da? Hallo? Hallo? Aber so läuft das nicht. Wir haben ganz klare Abmachungen und die müssen eingehalten werden. Danke. Meine Herren, ich habe Sie heute hergebeten, um mit Ihnen die Gründe zu diskutieren, die im letzten Jahr zu einem Produktionseinbruch von 12% geführt haben. 12%! Das ist mehr als jemals zuvor. Nicht nur bei uns. Die ganze Branche hat Schwierigkeiten. Das will ich ja gar nicht abstreiten, Herr Stüben. Aber als Verantwortlicher für die Auftragslage dürfte Ihnen nicht entgangen sein, dass unsere Kunden unzufrieden sind. Wir haben mehr Reklamationen als die Konkurrenz zusammen. Dafür kann man nicht die fehlenden Aufträge verantwortlich machen. Das ist eine Sache der Lagerung und des Transports. Richtig. Wo ist Herr Tomski? Der hat seine Schwester besucht. Das weiß ich. Er wollte heute zurück sein. Ich frag mal nach. Das ist der Bericht der Revision. Beschädigungen ohne Ende, Terminüberziehungen, schiefe Verträge, eine einzige Horroraufführung. Das soll jetzt keine Entschuldigung sein, aber das liegt, als können Sie auch mitschreiben, das liegt an diesen rumänischen Transportbegleitern. Die sind zwar billiger, aber... Die sind nur so schlecht, wie Tomski es ihnen erlaubt. Er hätte ihnen Feuer unter dem Hintern machen müssen oder Slowaken nehmen sollen. Die können arbeiten, sind noch hungrig. Finger weg. Warum denn plötzlich? Nicht plötzlich und nicht im Büro. Die reden sowieso schon genug. Also bitte schön, dann also dienstlich. Wo ist dein Chef? Weiß ich nicht. Bis jetzt hat er noch nichts von sich hören lassen. Ruf ihn an. Ja, hab ich schon. Er meldet sich nicht. Der hat Nerven. Der Alte schreit nach ihm und er liegt bei seiner Freundin im Bett. Nein. Die wollte auch schon wissen, wo er ist. Hat gerade angerufen. Treib ihn auf. Sonst kriegt er Schwierigkeiten. Der Chef ist heute zu allem fähig. Bis heute Abend. Ich komme so bald wie möglich. Und kauf was Schönes ein. Ciao. Kerl. Ich habe nie einen besonderen Kontakt zu ihm gehabt, aber es erschüttert mich schon sehr. Ja, warum könnte denn Herr Tomski sich das Leben genommen haben? Tja, warum? Das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Haben Sie eine Idee? Man weiß nie, was in einem Menschen vorgeht. Aber in der letzten Zeit schien er mir schon ein bisschen bedrückt.
Ihnen auch? Wir haben kaum was miteinander zu tun gehabt. Das wird Herr Baumann besser beurteilen können. Tomski war ein Einzelgänger, keine Bekannten, keine Freunde. Er war eine Freundin, die ihn oft im Hotel besucht hat. Und eine Schwester. Kennen Sie die beiden? Nee. Hat mich auch nie besonders interessiert, wenn ich ehrlich bin. Die Schwester hat er gerade besucht. Wissen Sie, wo die lebt? Keine Ahnung. Er hat mit uns nie über Privates gesprochen. Ja, aber vielleicht mit seiner Sekretärin? Die ist mit dem Chef nach Lübeck, vor 5 Minuten weggefahren. Wann kommt sie zurück? Das kann ich nicht sagen. Heute vielleicht oder morgen oder vielleicht noch später. Ich möchte Sie bitten, die beiden Flüge nach Lima zu stornieren. Wir müssen die Reise leider verschieben. Wie lange? Das ist noch nicht raus. Vielleicht fliege ich auch alleine. Wenn ich was weiß, dann rufe ich Sie an. Gut, dann warte ich auf Ihren Anruf. Und die beiden Flüge cancel ich erst mal. Ja, danke. Jeder weiß, dass Tomski eine Schwester hat, aber keiner weiß, wo sie wohnt. Ob er seine Schwester nur vorgeschoben hat, um sein wirkliches Reiseziel zu vertuschen? Kein Bahnticket, keine Hotelrechnung, keine Taxiquittung. Das spreche alles dafür. Warum hat er das gemacht? Ach, keine Ahnung. Aber ich glaube, Tomski wollte ums Verrecken nicht, dass man weiß, wohin er fährt. Und die, die ihn aufgehängt haben, die wollten es ebenso wenig. Ecki, es gibt keinen einzigen Hinweis für Mord. Bis jetzt nicht. Also wenn du recht hast, dann müssen das aber ganz ausgekochte Profis gewesen sein. Da hast du wieder recht. Und wer recht hat, zahlt, also zahl mal. Haben Sie die Konnoissemente unterschrieben? Habe ich. Was haben Sie? Herr Tomski ist ja nicht da, nicht? Einer muss es ja machen. Natürlich. Und die Ladung, ist die von Ihnen auch überprüft worden? 10 Container stehen in den Papieren, 10 Container stehen im Frachtraum. Maschinenteile für die Türkei. Sind Sie sicher, dass in allen Containern Maschinenteile sind? Für mich ist wichtig, was hier drin steht. Ich weiß nicht, was in 9 Containern ist. Kommen Sie ruhig mit. Aber in einem sind keine Drehbänke, sondern Maschinengewehre und Granatwerfer der ehemaligen Nationalen Volksarmee. Was? Das gibt's doch nicht. Woher wissen Sie das? Ich habe eine Stichprobe gemacht. Was haben Sie? Ich bin zufällig drüber gestolpert. Und jetzt? Was wollen Sie jetzt? Das Auslaufen des Schiffes verhindern? Nein. Das will ich nicht. Selbstverständlich nicht. Herr Stüben, durch sowas kann eine Firma schneller kaputt gehen, als man glaubt. Mensch, wir sind beide über 50. Wenn wir diesen Job verlieren, bleiben kriegen wir nie wieder. Lieber ohne Job als im Gefängnis. In einer Stunde läuft das Schiff aus und damit alle Beweise. Sie machen sich's ja verdammt leicht. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Nicht? Ich habe 2 Kinder und eine geschiedene Frau, die an jedem ersten die Alimente auf den Tisch blättern muss. Das ist auch eine Devise. Augen zu und Hand auf. Ich halte die Hand nicht auf. Ich denke nur an den Job. Das da, das hat Tomski zu beantworten. Und Tomski ist tot. Gratuliere, deine Nase ist nicht schön, aber fantastisch. Warum bist du nicht Polizeihund geworden? Dann hätte ich es bestimmt besser. Was ist denn das? Der Bericht des Pathologen. Aufs Erste keine Spur, nichts. Aber an einem der Vorderzähne hat man ein winziges Stückchen von der Beschichtung eines Küchenhandschuhs gefunden. Küchenhandschuh? Hm? Ach, das sind doch diese gepolsterten Dinger. Hm? Ach, darum keine Flecken auf der Haut? Keinen einzigen. Obwohl man das Opfer gefoltert hat. Mit dem Küchenhandschuh haben sie ihm den Mund zugehalten. Und er hat vor Schmerz in die Beschichtung gebissen. Wir haben ihn gefoltert, ohne Spuren zu hinterlassen? Der hat eine Hodenquetschung. Oh. Kann man nur bei der Autopsie erkennen. Aber der Pathologe ist sich ganz sicher. Also, wir haben einen Taxifahrer aufgetrieben, der Tomski gefahren hat. Vom Bahnhof Dammtor zum Hotel, 20 Uhr. Moment. 20.46 Uhr. 20.34 Uhr ist ein Zug aus Zürich gekommen. Bingo! Tomski hatte Schweizer Franken in der Tasche und einen Schweizer Kugelschreiber. Und er steigt aus einem Zug aus, der aus der Schweiz kommt. Das passt doch wie die Faust aufs Auge. Okay, aber das ist ein bisschen viel Aufwand für einen Selbstmord, finden Sie nicht? Das war ja kein Selbstmord. Ecki hat mal wieder recht, Marc. Ehrlich? Kein Zweifel.
Er hat einen Riecher. Du, warum bist du eigentlich nicht in... Polizeihund geworden. Noch was? Man sollte Rex zu dir sagen. Ja. Sie müssen schon präziser werden, Herr Stüben. Oder wollen Sie damit sagen, dass wir uns an illegalen Transaktionen beteiligt haben? Das habe ich nicht behauptet. Es hörte sich aber so an. Warum kommen Sie denn nicht auf den naheliegenden Gedanken, dass es sich um Nebengeschäfte von Herrn Tomski gehandelt hat? Und vielleicht ist der Grund für seinen Selbstmord in eben diesen Nebengeschäften zu finden. Tomski war ja schließlich dafür zuständig. Ja, das mag schon sein, aber die Ware ist jetzt unterwegs. Was hätte Herr Baumann denn tun können, das Auslaufen des Schiffes verhindern? Na, das konnte ich doch gar nicht tun. Eine solche Entscheidung konnte ich doch gar nicht fällen. Kein Mensch kann Ihnen daraus einen Vorwurf machen, Herr Baumann. Das konnte man mir damals auch nicht. Aber im Prozess gegen die Hightech Global hätten die mich um ein Haar ins Gefängnis gesteckt, nur weil ich eine Elektroniksendung zum Iran nicht gemeldet hatte. Aber lieber Herr Stüben, ich meine, das kann man doch nur wirklich nicht miteinander vergleichen. Aber wo ist der Unterschied? Mein Gott, nun dramatisieren Sie diese Angelegenheit doch nicht so. Wir sind eine Speditionsfirma, wir transportieren, wir führen Aufträge durch, wir sind keine Hersteller. Die Sache mit dem Iran hat mir einen Schock versetzt. Das kann ich verstehen, Herr Stüben, aber es ist nun mal passiert. Was können wir tun? Was wollen Sie machen? Darüber nachdenken. Eine Nacht drüber schlafen. Tut mir leid. Uns auch, Herr Stüben. Uns auch. Kannst du mir mal sagen, was die von mir wollen? Die wollen dich über Tomski ausquetschen. Ich weiß doch nichts von ihm. Er hat doch nie über sich gesprochen. Vor allem wollen die wissen, wo seine Schwester wohnt. Von Sachsen, glaube ich. Du weißt doch, wie er war. Gegen den ist der Chef ein Plappermäulchen. Dann sag das der Polizei. Ich weiß, wo Tomski seine Fahrkarten bestellt hat. Vielleicht kriegen die ja da die Adresse raus. Woher weißt du, wo er seine Fahrscheine gekauft hat? Was habe ich dir da erzählt? Das willst du der Polizei sagen. Telefonabhör, eine Straftat, du. Abhör, das war eine Fehlschaltung. Mhm. Das passiert bei dir aber sehr oft. Deine Neugier wird dir nochmal in Schwierigkeiten bringen, du. Wenn ich du wäre, würde ich das der Polizei lieber nicht sagen. Oder willst du wirklich ein paar Wochen auf mich verzichten? Ungern. Wo Sie mich fragen, merke ich erst, wie wenig ich von Tomski weiß. Der war total zugeknüpft. Aus allem hat der ein Geheimnis gemacht. Der hätte mir nicht mal die Uhrzeit verraten. Aber seine Schwester wird doch mal angerufen haben. Nee, seine Freundin, die hat manchmal angerufen. Ach, kennen Sie die? Ich habe nur mit ihr telefoniert. Weiß nicht mal, wie die aussieht. Aber ihren Namen kennen Sie doch. Und die Adresse? Lilo Maschke, Ise Straße 15. Und von seiner Schwester wissen Sie nichts? Überhaupt nichts. Ich weiß nichts von ihr. Ist es in dieser Firma nicht üblich, dass ein leitender Mitarbeiter, wenn er auf Dienstreise geht, eine Adresse hinterlassen muss, wo er zu erreichen ist? Im Allgemeinen ja. Aber wenn Tomski zu seiner Schwester fuhr, dann hat er sich nur von Zeit zu Zeit telefonisch gemeldet. Und da hat er nicht gesagt, wo er gerade ist? Wie lange war er denn weg? Beziehungsweise wie lange wollte er denn wegbleiben? 2 Tage. 2 Tage hat er diesmal Urlaub genommen. Ein bisschen kurz für ein Besuffen. Ja, sonst war er länger weg. Haben Sie ihm die Fahrkarten und Flugtickets besorgt? Das hat er selbst gemacht. Ich war seine Sekretärin, aber sowas wollte er immer selbst erledigen. Sonderbarer Chef. Hm? Sag ich doch. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Weber. Moment bitte. Stüben. Ja, fahr schon voraus und kauf ein. In einer Stunde bin ich auch draußen. Und vergiss die Schlüssel nicht und hol bitte auch den Köder von Dula. Danke. Entschuldigen Sie, worum geht's denn, Frau Weber? Herr Thielberg hat mich Ihnen zugeordnet, weil Ihre Sekretärin krank ist. Und Herr Tomski, Sie wissen ja. Ja. Ja, dann auf gute Zusammenarbeit. Wird allerdings nicht lange dauern, fürchte ich. Bitte? Ich komme in den nächsten Tagen erstmal nicht. Hier, geben Sie Herrn Thielberg diesen Brief, wenn ich weg bin. Gehen Sie in Urlaub? In einen sehr langen, wie es aussieht. Ja, dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Und falls Sie sich langweilen, im Computer sind ein paar lustige Spiele. Retten Sie Lemminge. Damit schlägt man am besten die Zeit tot. Wiedersehen, Frau Wedel. Wer ist da? Polizei. Guten Morgen. Wir möchten gerne zu Frau Maschke. Die ist nicht da, die ist verreist. Ich bin die Reinmacherfrau. Wohin ist sie denn verreist? Das weiß ich nicht. Sie hat mir nur auf den Zettel geschrieben, bin verreist. Dürfen wir trotzdem mal reinkommen? Ja, kommen Sie rein. Vielen Dank. Hat sie Ihnen nicht geschrieben, wann sie zurückkommt? Nein, aber das tut sie nie. Ist denn was passiert? Ja, leider. Kennen Sie eigentlich Herrn Tomski? Natürlich kenne ich den. Das ist doch der Verlobte von Frau Maschke. Der ist tot. Was? Herr Tomski? Um Gottes Willen, was ist denn passiert? Selbstmord. Herr Tomski? Nein, unmöglich, das glaube ich nicht. Die beiden wollten doch heiraten. Das hat er mir ganz stolz erzählt vor seiner Reise. Wohin wollte er denn verreisen? Na, zu seiner Schwester. Wahrscheinlich, um ihr zu sagen, dass er heiratet. Hat Frau Maschke ihn begleitet? Nein. Zu seiner Schwester ist er immer allein gefahren. Und ich glaube auch, ich weiß, warum. Warum denn? Weil er sich für sie geschämt hat. Herr Tomski kommt doch aus ganz einfachen Verhältnissen. Das hat mir Frau Maschke erzählt. Wie hat Frau Maschke Herrn Tomski eigentlich genannt? Bär? Ja, Bärchen. Sie hat immer Bärchen zu ihm gesagt. Bitte buchen Sie nur einen Platz auf der nächsten Maschine. Herr Tomski ist leider verhindert. Entschuldigung. Wann ist die nächste Möglichkeit? Telefon für dich. Thielberg. Stimmt? Ja, nur für ein paar Tage. Beim Angeln kommen einem die besten Gedanken. Herr Thielberg, mir ist klar, dass Sie mich nicht verstehen, aber ein gebranntes Kind scheut nimmer das Feuer. Ja. Ich lasse mir das alles noch mal durch den Kopf gehen, dann hören Sie von mir. Wiedersehen. So richtig wohl scheint sich der Thielberg auch nicht mehr in seiner Haut zu fühlen. Der Waffendeal geht ihm ganz schön an die Nieren. Trotzdem, so einen Job bekommst du nie wieder, in deinem Alter. Ich finde, du solltest einlenken. So findest du.
Ich merke, du hast aus der Iran-Geschichte nichts gelernt. Nichts. Bei der Sache hast du mitgemacht und Geld genommen. Aber mit diesem Waffenschmuggel hast du nichts zu tun. Dafür ist Tomski verantwortlich. Und Tomski ist tot. Ja, und darum kann man ihm auch alles in die Schuhe schieben. Na und? Nicht deine Sache. Was hast du damit zu tun? Ich habe die Waffen gesehen. Ich habe sie sogar entdeckt. Und wenn ich jetzt den Mund halte, dann mache ich mich strafbar. So einfach ist das. Mein Gott, das Schiff ist weg. Ihr könnt doch nicht in jeden Container schauen, den ihr befördert. Und solange es ein Einzelfall bleibt, brauchst du doch nicht alle Brücken abzubrechen. Ich weiß eben nicht, ob es ein Einzelfall ist. So wie die alle reagiert haben, das scheint ja keinen aufzuregen. Überleg dir, was du tust. Wo willst du einen ähnlich gut bezahlten Job hernehmen? So viel Auswahl hast du nicht mehr. Als Arbeitsloser macht dir das Angeln bestimmt auch keinen Spaß mehr. Ach so. Soll ich lieber in den Knast gehen, ja? So langsam glaube ich auch, dass du dich hysterisch benimmst. Ein Leben ohne Risiko gibt es nicht. Deine Angst ist ja schon krankhaft. Du gehst ja auch nicht rein, wenn es schief geht. Tu, was du willst, aber spring vorher ins kalte Wasser. Es macht einen klaren Kopf. Tomski hat gelogen, der hat nie seine Schwester besucht. Jetzt nicht und vorher auch nicht. Du, ich habe eine Postkarte gesehen, die an seine Freundin Maschke geschrieben hat. Woher? Abgestempelt in Weimar, mit Grüßen von seiner Schwester. Papier ist geduldig. Ich glaube einfach nicht an die Existenz der Schwester. Aber warum sollte er so ein Phantom aufgebaut haben? Das weiß ich nicht, aber er wird schon seinen Grund dafür gehabt haben. Warum redet er allen ein, dass er seine Schwester besucht und fährt dann in die Schweiz? Zwei Tage. Zwei ganze Tage. Was kannst du da schon in der Schweiz machen? Es kommt darauf an, ob man ein Konto da hat. Hinfahren, abheben, zurückfahren. Zwei Tage. Und du meinst, das hat jemand missfallen? Aber warum ist er denn so oft rübergefahren, wenn nicht zu seiner Schwester? Was hat er da gemacht? So, jetzt reicht's mir. Was hast du gesagt? Wo ist die Postkarte abgestempelt? Weimar. Wir faxen jetzt Tomskis Daten zu den Kollegen nach Weimar. Dann wissen wir morgen, ob er eine Schwester hat oder nicht. Und wenn er tatsächlich rübergefahren ist, was er da gemacht hat. Nach Ihrem Anruf. Wohin? Zu Ihnen noch Haus. Aber ich habe doch gesagt, es ist eilig. Darum habe ich Sie auch in der Mittagspause noch schnell selbst zur Post gebracht. Zur Post? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Sie haben mich gesagt, dass Sie es abholen wollen. Was soll ich denn jetzt machen? Das ist doch wirklich total schief gelaufen. Also wann genau fliegen Sie? Sie haben noch genug Zeit. Erst Freitag, am späten Abend. Und da gibt es keinen früheren Flug? Leider nicht. Die Gesellschaft fliegt nur zweimal die Woche nach Lima. Und den Flug für heute sollte ich ja stornieren. Na ja, gut. Was wollen wir machen? Da können wir sowieso nichts dran ändern. Was glauben Sie, hab ich dann morgen das Ticket morgen früh? Ich hab's per Eilpost geschickt. Na, hoffentlich weiß die Post, was das bedeutet, ja? Na gut. Also, warten wir's ab. Was anderes bleibt mir jetzt sowieso nicht mehr übrig. Scheiße! Du gehst noch mal weg. Wohin fährst du? In die Stadt, warte nicht auf mich. Es dauert länger. Was machst denn du da? Du wolltest doch ein paar Tage hier bleiben. Tue ich auch. Bis Mitternacht bin ich wieder zurück. Ich habe noch was Geschäftliches zu erledigen. Du willst mit Thielberg sprechen? Nein. Was dann? Du lieber Himmel, was kümmerst du dich plötzlich darum? Das geht nur mich was an. Das geht mich genauso gut was an. Ich weiß, was du vorhast. Du weißt gar nichts. Du weißt überhaupt nicht, was ich vorhabe. Ich kann mir's denken. Ich sage dir, du liegst falsch. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich mache schon nichts Unüberlegtes. Das Einzige, was ich will, ist Klarheit. Ich will wissen, ob die Sache heute wirklich nur ein Einzelfall war. Warte nicht auf mich und geh schlafen. Mach dir keine Sorgen. Dann versuchen Sie es noch mal. Kann doch nicht so schwierig sein. Weimar liegt doch nicht im Kongo. Ach, Mann, ist das eine Zentrale. Warum arbeiten die nicht mit Trommeln? Geht bestimmt schneller. Also, Jungs, macht's gut. Bis morgen in alter Frische. Ach, wo wollt ihr denn hin? Na, in die Disco. Aha. Disco? Ich lach mich kaputt.
Im Dienst haben sie in beiden Knien Arthrose. Und abends machen sie auf John Travolta. Komm, Opa, kau an deinem Zigarillo und geh schlafen. Du bist ja auch nicht mehr der Jüngste. Na, warte, Moment. Lass uns doch die beiden mitnehmen. Das erhöht unsere Chancen um 100%. Ja, 200. An Minderwertigkeitskomplexen leiden die beiden jedenfalls nicht. Hallo? Ja, Schöller K3. Schöne Grüße aus Hamburg. Kollegen, wir haben euch heute ein Bild und sämtliche Daten von einem Olaf Tomski gefaxt. Tomski? Ja, wenn's hilft, könnt ihr auch Fingerabdrücke haben. Ja, wir möchten gern alles über ihn wissen. Aber besonders das, was wir aufgelistet haben. Und alles möglichst schnell. Das kann ich mir vorstellen, ihr seid Kummer gewohnt. Ja, danke. Vielen Dank. Sehr nett von euch. Die setzen Himmel und Hölle in Bewegung. Alles wegen meines Charmes. Weswegen? Wegen meines Charmes. Was ist denn heute bloß los? Gefunden, was ich gesucht habe. Ja. Muss ja auch sehr wichtig sein, nicht? Dass Sie extra deswegen reingekommen sind. Ja, für mich ist es wichtig. Und für Sie auch. Für mich? Warum für mich? Was ist für mich schon wichtig? Dass Sie endlich mal die Augen aufmachen. Sonst laufen Sie eines Tages genau wie ich gegen einen heißen Ofen. Ich verstehe kein Wort. Wobei soll ich die Augen aufmachen? Zum Beispiel bei illegalen Ladungen. Aber, Herr Stüben, lassen Sie doch das. Tomski hat einmal versucht, Geld nebenbei zu machen. Passiert auch nie wieder. Tomski ist tot. Das war nicht nur Tomski. Und das war auch kein Einzelfall. Ich bin die Unterlagen durchgegangen. Die angeforderten Transportkapazitäten haben nicht immer dem tatsächlichen Bedarf entsprochen. Ich verstehe kein Wort. Was wollen Sie damit sagen? Herr Baumann, dass oft mehr Laderaum angefordert wurde, als für den Transport der Maschinen gebraucht worden wäre. Und wie ich glaube, für solche Ware wie die von gestern. Aber das können Sie doch damit gar nicht beweisen. Ja, ich nicht. Aber die Polizei, wenn die Wind davon kriegt, in sowas beißen die sich fest. Und ich weiß, wovon ich rede. Nehmen Sie es mir nicht übel, Herr Stüben, aber wissen Sie, was Sie da lostreten? Sie spielen mit dem guten Ruf der Firma. Wenn durch sowas Aufträge zurückgehen, verlieren wir zig Arbeitsplätze. Ich trete gar nichts los. Ich will nur die Zusicherung, dass sowas nicht nochmal passiert. Herr Stüben, tun Sie mir einen Gefallen und reden Sie mit dem Chef, ja? Und unternehmen Sie nichts, worunter die ganze Belegschaft leiden müsste. Das ist doch ein Alibi, Herr Baumann. Mit Belegschaft meinen Sie doch sich selbst. Natürlich, ich meine mich selbst auch. Ich meine alle, die in dieser Firma ihr Auskommen haben. Was tun die, wenn die Firma draufgeht? Geht nicht drauf, das will doch keiner. Sowas kann leicht außer Kontrolle geraten. Sprechen Sie mit dem Chef. Regeln Sie alles im Guten. Ist er noch da? Nein, nur Herr Melchior. Ich rede mit dem Chef, mit keinem anderen. Er weiß ja, wo ich zu finden bin. Keine Angst, Sie behalten Ihren Job. Aber benutzen Sie endlich mal Ihr Gehirn und seien Sie Herrn Thielberg gegenüber nicht immer so schrecklich devot, hm? Nichts für ungut. Dieses Konto in der Schweiz. Also bitte keine Dienstgespräche nach Feierabend. Sag mal, kannst du nicht einmal richtig relaxen? Ich bin doch völlig relaxed. Ich wollte nur in total relaxten Zustand sagen, dass dieses... Keine Dienstgespräche, zwei Bier bitte. Nur spuck schon aus, was beschäftigt dich? Durch dieses Konto in der Schweiz bekommt die Sache doch plötzlich einen Sinn. Was für ein Sinn? Warum haben die Mörder Tomski gefoltert, bevor sie ihn umgebracht haben? Hm? Sag's mir. Ja, weil sie das Geld haben wollten, das er in Zürich abgehoben hat. Das muss sich aber gelohnt haben. Für ein paar Mark macht das doch keiner. Ja, viele, viele Schweizer Franken. Wie soll Tomski die transportiert haben? Der hatte doch nur eine einzige Tasche und die war voll mit Wäsche. Und die war schön säuberlich zusammengefaltet und keinesfalls durchwühlt. Wenn das Geld in der Tasche gewesen wäre, hätten sie ihn doch nicht foltern müssen. Aber das Geld war nicht da. Der hatte die Schweizer Franken ganz woanders geparkt. Du meinst bei seiner Freundin? Der Gedanke bietet sich doch an. So, wir müssen sie finden. Hoffentlich ist sie morgen in ihrer Wohnung. Sonst leihe ich eine verdeckte Fahndung an. Das bringt doch nichts.
Gibt doch in Hamburg genug Hotels, wo du absteigen kannst, ohne dich anzumelden. Was sollen wir denn sonst tun? Wir müssen unbedingt ein Bild aus ihrer Wohnung holen, wenn sie nicht da ist. Dafür kriegst du doch nie einen Durchsuchungsbefehl. Das Mädchen hat ja nichts verbrochen. Ich schick morgen noch mal Tommy und Pepe zu ihr hin. Die kann uns einen gewaltigen Schritt vorwärts bringen. Das habe ich im Gefühl. Gefühle soll man nie unterdrücken. Besonders nicht, wenn sie so durstig machen. Prost! Prost. Sie haben schon wieder Probleme? Nicht schon wieder, noch immer. Langsam müssen Sie doch gemerkt haben, dass Sie aus einem Nichts eine Staatsaffäre machen. Das kommt auf die Perspektive an und auf die Moral. Moral? Ich dachte, die hätten Sie im Gericht sagen lassen. Im Gegenteil, dort habe ich Sie wiederentdeckt. Ich gebe Ihnen einen guten Rat, Stüben. Sprechen Sie mit dem Chef. Holen Sie aus ihm eine anständige Abfindung heraus, damit endlich wieder Ruhe ist. Um eine Abfindung geht es mir nicht. Seien Sie kein Narr. Der Chef ist bestimmt bereit, diese unangenehme Angelegenheit mit einer hübschen Summe zu beerdigen. Noch einmal daran habe ich nie gedacht. Dann denken Sie jetzt dran. Ich frage mich die ganze Zeit, warum Sie sich so lächerlich benehmen. Was sind Sie, Stüben? Pedant oder querulant? Nur jemand, der seine Hände nicht wieder schmutzig machen will. Dann gehen Sie zur Halsarmee. Menschenskind, nehmen Sie das Geld und halten Sie den Mund. Guten Abend. Ist Herr Stüben da? Hat er sich gemeldet? Was hast du? Was hast du? Was ich hab? Ja. Wo warst du gestern Abend? Na, wo werde ich gewesen sein? Mit Madonna unterwegs. Lass bloß deine Witze, ja? Ich will dir mal was sagen. Du kommst nur, wenn du was wissen willst. Du, jetzt doch, doch, das ist so. Erst bei Tomski und jetzt bei Stüben. Mensch, ich wollte doch nur wissen, ob Stüben da ist. Ist das ein Staatsgeheimnis? Nein. Aber anscheinend so wichtig, dass du dir nicht mal die Zeit nimmst, guten Tag zu sagen. Am Anfang warst du netter. Am Anfang sind alle netter. Ich erinnere mich, dass du gesagt hast, nicht im Dienst. Du weißt schon, was ich meine. Nein, ich weiß eben nicht, was du meinst. Mensch, also manchmal redest du einen Stuss zusammen, du. Herr Thielwerk will seine Auseinandersetzung mit Stüben beenden, nicht? Und was macht dieser Idiot? Der sitzt in seinem Ferienhaus und schmollt. Um was handelt es sich denn? Eine Bagatelle. Er möchte die Kompetenzen von Tomski. Und was hast du damit zu tun? Der Chef möchte gerne, dass ich ihm helfe, sein Gesicht zu wahren. Das ist doch verständlich, nicht? Er will nicht rausfahren zu ihm. Da wird ihm wohl nichts anderes übrig bleiben. Stüben kommt nicht rein, das hat er gesagt. Das ist ein sturer Hund. Aber eins muss man ihm lassen. Angst hat er keine. Man könnte sogar sagen, er hat Format. Naja. Ist ja nicht zu fassen. Jetzt bin ich schon so lange dabei, du. Trotzdem gibt's immer wieder was Neues. Was ist denn? Hier. Unterlagen über Tomski? Nein, über Christian Maasfeld. Wer zum Teufel ist Christian Maasfeld? Olaf Tomski. Tomski ist schon lange tot. Liegt auf einem kleinen Friedhof 80 Kilometer von Weimar. Neben seiner Schwester. Na, dann wissen wir doch endlich, wo diese Schwester wohnt. Hast du mal Tomskis Ausweis? Das musst du in Ruhe lesen, sonst kommst du nicht klar. Das ist nicht ganz einfach. Sieht verdammt echt aus, ne? Wo kriegt man so erstklassige Papiere her? Ja, wo wohl? Hier, bei der Stasi. Maasfeld war Major bei der Abteilung 4 Aufklärung, 9 Jahre lang. Bis er 1985 zum Reich Koko versetzt wurde und 2 Jahre später zur Korifina nach Luxemburg gegangen. Korifina, wer ist denn das nun schon wieder? Eine Tarnfirma der SED. Ab da verliert sich seine Spur. Kommt dieser Bericht aus Weimar? Ja, über Berlin. Anhand der Fingerabdrücke hat man Maasfeld identifiziert. Seine Akte ist natürlich weg. Kein Bild, keine Unterlagen, nur einzelne Hinweise auf ihn. Der letzte Beleg ist seine Versetzung nach Luxemburg. Ab dann Funkstelle. Das ergibt ja eine völlig neue Situation. Dadurch sieht diese Profiarbeit in dem Hotel ja auch plötzlich ganz anders aus. Die müssen in der Firma doch irgendetwas über ihn wissen. Mit welchen Papieren ist Tomski angestellt worden? Das interessiert mich sehr sogar. Ja, wenn die Papiere genauso gut gefälscht sind wie dieser Ausweis, kannst du denen keinen Vorwurf machen. Ich wäre auf den Ausweis auch reingefallen.
Sie sind ein unangenehmer Purist. Sie drehen einem das Wort im Munde um, Stüben. Und Sie sind zäh. Zäh wie Baskenleder. Aber bitte, wenn Sie unbedingt darauf bestehen, ab sofort übernehmen Sie Tomskis Zuständigkeitsbereich. Nicht alles. Nur den Transport. Und das möchte ich schriftlich haben. Kriegen Sie. Dass ich allein verantwortlich bin und dass alle Transporte von mir abgezeichnet werden müssen. Auch das. Und damit ist ja wohl alles klar. Bis auf eines. Was denn noch? Ich möchte eine schriftliche Bestätigung schriftlich, dass ich bis gestern nicht das geringste von den illegalen Transporten gewusst habe. Jetzt überspannen Sie aber den Bogen, Herr Stüben. So langsam habe ich den Eindruck, Sie benutzen den Vorfall, um eine Blitzkarriere zu machen. Da haben Sie sich aber gewaltig, Herr Thielberg. Ich will nur nicht mit Straftaten in Verbindung gebracht werden. Da müsst ihr mir selbst auch so eine Bestätigung schreiben. Ich habe nämlich auch nichts von der Sache gewusst. Sie sind der Chef. Unbelastet. Ihnen wird man glauben. Mir nicht. Um Gottes Namen. Obwohl das Wahnsinn ist, ich liefere mich damit Ihnen völlig aus. Aber bitte. Ich vertraue Ihnen. Selbst das kriegen Sie. Und jetzt habe ich mal eine Frage. Sagen Sie, wie weit ist eigentlich Ihre Frau eingeweiht? Oberflächlich. Sie kennt ja die Zusammenhänge nicht und glaubt, dass alles nur ein riesiges Missverständnis ist. Warum hören Sie nicht auf Ihre Frau? So, ich muss jetzt zurück zur Arbeit. Ah, schön haben Sie es hier. Ja. Und Sie gehen jetzt fischen? Ja. Über alles andere reden wir noch. Sicher. Herr Clear, ich brauche die Personalpapiere von Tomski. Schicken Sie sie bitte in mein Büro. Ja, so schnell wie möglich. Danke. Komm sofort. Danke. Sagen Sie, seit wann hat Herr Tomski hier eigentlich gearbeitet? Tja, seit wann war das? Seit Anfang 89, oder? Ja, März 89. Und woher kam er? Da bin ich im Moment überfragt. Von einer Firma in Luxemburg. Labada Transport, glaube ich. Und seine Papiere waren in Ordnung. Was meinen Sie damit? Ja, ob Ihnen irgendetwas daran aufgefallen ist. Ich habe sie nicht entgegengenommen. Das war bestimmt Herr Thielberg. Einstellung behält sich der Chef immer höchstpersönlich vor. Was soll denn mit seinen Papieren sein? Sie sind falsch. Na, Herr Tomski ist mit gefälschten Papieren eingestellt worden. Von uns hat das sicher niemand bemerkt. Wir sind ja keine Fachleute wie Sie, die so etwas erkennen können. Hat nicht der Chef oder einer von Ihnen beiden oder irgendjemand anderer mal bei dieser Firma in Luxemburg angerufen? Ja, warum? Um Herrn Tomski zu überprüfen. Es lag doch kein Grund vor. Tut man sowas im Allgemeinen nicht? Nein, nur zum Beispiel, wenn ein Zeugnis vermuten lässt, dass irgendetwas nicht stimmt, dann macht man das schon mal, nicht? Also wir hätten gern die genaue Anschrift und die Telefonnummer dieser Firma in Luxemburg. Das muss ja in seinen Papieren stehen. Ja? Ja, stellen Sie durch. Ja, was ist denn, Herr Clear? Was? Das ist ja ein Ding. Danke. Die Papiere sind nicht da. Tomski hat sie sich ausgeliehen, um angeblich seine Rente berechnen zu lassen. Ja, ist das so wichtig? Er ist nicht mehr da, er hat Selbstmord verübt. Ja, das ist schon wichtig, auch beim Selbstmord. Man muss doch wissen, wen man beerdigt. Hm? Und? Wie war's? Sehr gut. Er hat in allem nachgegeben. Gott sei Dank. Siehst aber, dass ich recht behalten habe. Hätte aber auch schief gehen können. Und das wäre dann für uns gar nicht komisch geworden. Schau doch mal deine älteren Kollegen an. Keine Arbeit, kein Einkommen, keine Freunde und das bisschen Ersparte reicht vorne. Du mit deinen Versorgungsängsten. Ist gut gegangen. Hätte nicht besser sein können. Bis später. Du willst schon wieder rausfahren? Nein, vielleicht angle ich auch vom Steg aus. Wer weiß? Ich hab doch nur noch heute. Er hat ja nur noch heute. Ja, das ist sehr freundlich von Ihnen, dass Sie unseretwegen hergekommen sind. Aber Sie werden sehen, das ist sehr wichtig. Na, wo ist denn Frau Maschke? Ja, das wissen wir leider nicht, aber hoffentlich ist ja nichts passiert. Na, malen Sie bloß den Teufel nicht an die Wand. Tja, Sie müssen zugeben, ist nicht ganz aus der Luft gegriffen.
Tomski ist tot, Frau Maschke verschwunden. Keiner weiß, wohin. Aber was kann ich ihr denn dabei helfen? Frau Weber, jeden Tag werden bei uns Tote eingeliefert, von denen wir nicht wissen, wie sie heißen. Die haben keine Papiere bei sich und insofern können wir sie auch nicht identifizieren. Naja, und da wir kein Bild von Frau Maschke haben, können wir sie auch nicht finden. Sie reden ja, als ob sie schon tot ist. Genau davon wollen wir uns ja überzeugen, dass das nicht der Fall ist. Ich weiß immer noch nicht, was ich dabei soll. Wissen Sie, wenn wir ein Foto von Frau Maschke hätten, das würde unsere Arbeit ungemein erleichtern. Na, dann suchen Sie hier mal rum. Das dürfen wir doch gar nicht. Na, warten Sie mal. Das können Sie haben. Das hat sie mir mal geschenkt, aber ich hab's liegen lassen. Frau Weber, Sie sind ein Engel. Ach, da nicht für. Luxemburg ist keine Firma Lavada zu finden. Aber hat er nicht Lavada gesagt? Lavada, Lavada, Lambada. Nichts, was ähnlich klingt, gibt es in Luxemburg. Und du hast doch selbst gesagt, dass man Thielberg und Co. keinen Vorwurf machen kann. Lavada, oder wie auch immer die Firma heißen mag, ist auch eine Speditionsfirma. Da müssen die sich doch untereinander kennen. Ja, meinst du damit, dass Thielberg und Co. bewusst die Augen zugemacht haben? Also, wenn du mich fragst, die wussten ganz genau, wen sie einstellen. Glaubst du, dass Tomski Kollegen aus alter Zeit in der Firma wieder getroffen hat? Vielleicht haben sie ihn sogar angefordert. Alte Liebe rostet nicht und nichts verbindet mehr als Leichen im Keller. Sag mal, seit wann existiert die Ruhe der Spedition eigentlich? Wir sollten uns mal über die Firmengründung informieren. Da wirst du nichts finden. Ich halte die Burschen für so clever, dass die sich eine fabelhafte Legende aufgebaut haben. Ah, vorausgesetzt, sie sind wirklich Tomskis Genossen. Wir konstruieren deine These, ohne auch nur den geringsten Beweis zu haben. Ja, wir haben schon mal die Kollegen von Weimar und Berlin belästigt. Die haben doch einen riesen Keller. Vielleicht lassen sie uns noch mal daran teilhaben. Ja gut, ich kann sie ja noch mal anrufen. Die werden sich freuen. Das muss bis heute Abend ausgefüllt sein. Ich bring's dann selbst zur Verladestelle. Na prima, dann ist der Abend ja wieder kaputt. Warum machst du das? Ich denke, dafür ist jetzt Stüben zuständig. Nein, er muss es auch machen. Der kommt doch erst morgen wieder. Lässt du vom Chef aber auch jeden Mist andrehen. Mach dich doch mal gerade, wehr dich. Na, was soll ich denn machen? Soll ich Nein sagen und den Zug ohne die Ware abfahren lassen? Nein, natürlich nicht. Aber auch bei anderen Sachen ist mir das schon aufgefallen. Der Chef sagt was und du nickst. Der Melchior ist ganz anders. Der lässt sich nicht von Thielberg rumschubsen. Na, Melchior ist ja auch sein Partner, nicht? Der hat Einlagen in der Firma. Die kann er nicht mehr rausschmeißen. Dich auch nicht. Dazu bist du viel zu wichtig für die Firma. Du zerreißt dich doch für den Laden. Danke für die Blumen. Dein Wort in Thielberg so. Wer ist das? Was? Ein Freund von mir. Warum lügst du? Es ist kein Freund von dir, der ist von einer Detektei. Sag mal, spinnst du? Denselben Mann hat Thielberg damals engagiert, dass in der Spedition so viel geklaut wurde. Ich habe ihm selbst den Scheck gegeben. Na gut. Aber schwör mir, dass du den Mund hältst, ja? Thielberg hat ihn engagiert wegen Tomski. Warum? Die gibt's doch nicht mehr. Ob er auf eigene Rechnung Nebengeschäfte gemacht hat, ne? Das ist alles? Ist das nicht genug? Entschuldigung.
Mensch, das ist vielleicht ein Bürokrat, sage ich dir. Eine halbe Stunde hat er überlegt, ob er die verdeckte Fahndung freigibt. Und die andere halbe Stunde hat er errechnet, was die Fotos von der Lilo Maschke kosten. Und wann kriegen wir die? Na ja, so in ein, zwei Stunden. Na, da haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Was hältst du denn von La Cantina und einer Pizza? So, da kannst du nicht einmal an was anderes denken. Ich bin auf Diät. Ich esse nur alte Brötchen und Magerquark. Das ist doch Quatsch. Das nützt doch bei dir gar nichts. Vielen Dank. Also, was machen wir jetzt? Wir? Du, hier. Du rufst die Reviere an, die Fotos müssen raus, Junge. Schönen Tag noch. Ich geh was essen. Frau Stüben? Guten Tag, Schiller ist mein Name. Mein Kollege Feldmann. Guten Tag. Wir waren gerade in der Firma, leider war Ihr Mann nicht da. Er hat ein paar Tage Urlaub genommen. Die Sekretärin sagte uns, dass wir ihn hier erreichen können. Im Moment ist er draußen auf dem See und angelt. Ich warte schon eine ganze Weile auf ihn. Meinen Sie denn, dass er bald zurückkommt? Das weiß man bei ihm nie. Was wollen Sie eigentlich von meinem Mann? Also ich meine, vielleicht kann ich Ihnen helfen. Wir haben ein paar Fragen im Zusammenhang mit dem Tod von Herrn Tomski. Ja, schrecklich. Ich habe ihn ja kaum gekannt, aber das mit Tomski ist wirklich tragisch. Nur was hat mein Mann damit zu tun? Wie lange hat Ihr Mann bei der Firma Röder gearbeitet? Das sind jetzt... Warten Sie mal, also das müssen... Ja, das sind nicht ganz 2 Jahre. Und da war Herr Tomski schon da, nicht wahr? Ja, alle waren schon da. Melchior, Baumann, natürlich Thielberg, ja eben alle. Hat Ihr Mann sehr eng mit Tomski zusammengearbeitet? Mein Mann war für die Akquisition zuständig und Herr Tomski für den Transport. Aber am besten Sie fragen ihn das selbst. Wo bleibt er denn bloß? Müsste doch längst zurück sein. Eigentlich wollte er ja nur vom Steg aus angeln, aber das Boot ist nicht da. Nee. Kann ja mal gucken. Können Sie behalten. Ja. Meinen Schlüssel bitte. Was? Das Datum ist falsch. Dann ändere es ab. Doch nicht mit dem Kugelschreiber in der Maschine. Sag mal, kannst du dich mal 10 Minuten konzentrieren? Laff mich nicht an. Wenn du mich antreibst, passieren eben solche Fehler. Bleib sitzen und schreib. Sag mal, was ist denn das für ein Ton? Du sollst schreiben, das Zeug muss raus. Herr Baumann? Ja? Es ist etwas Furchtbares passiert. Was ist denn jetzt schon wieder los? Eben ruft mich Frau Stübenmann völlig durcheinander, total fertig, kann kaum sprechen. Was ist denn passiert? Stüben ist beim Angeln ertrunken. Oh Gott. Ja, wir haben im Augenblick wirklich eine schlechte Phase. Ich kann im Moment nicht weg. Die Slowaken sitzen bei mir im Büro, da wollte ich Sie bitten, rauszufahren. Kümmern Sie sich ein bisschen um Frau Stüben. Ja, aber ich meine, was soll ich da tun? Nicht? Ich kann mit ihr reden, nicht? Ich kann Sie trösten, aber das ist doch alles. Nehmen Sie die Formalitäten ab. Ach so. Regeln Sie das mit den Behörden und mit der Bestattung. Sorgen Sie dafür, dass Stüben anständig unter die Erde kommt. Ach ja, und bestellen Sie Frau Stüben nochmals mein herzliches Beileid und rufen Sie mich an, wenn Sie wissen, wie das passiert ist. Beim Angeln. Man glaubt es nicht. Na, wie sieht's aus? Na ja, der Pathologe meint natürlich, dass er ihn erst noch genauer untersuchen muss.
Aber das kann man jetzt schon feststellen, dass da ein Kampf stattgefunden hat, bei dem er ertrunken ist. Kampf mit wem? Das wüsste ich auch gern. Warum hat man Tomski umgebracht und warum Stüben? Was haben die beiden Morde gemeinsam? Gibt es irgendeinen Zusammenhang? Muss es geben. Davon bin ich überzeugt. Und der ist wahrscheinlich in der Firma zu finden. Ach du, was ich dir noch sagen wollte. Ja? Weder Weimar noch Berlin wissen etwas über eine Firma Röder. Auch nicht über Thielberg und Melchior. Ja, Pech. Aber habe ich eigentlich erwartet. Trotzdem, dieser Stasi-Major Tomski und der Verkaufsleiter Stüben, die haben bisher nur einen einzigen Berührungspunkt, und das ist die Firma. Komm, wir fahren noch mal zur Witwe. Die sind doch ja gar nicht zuständig. Die können doch nicht so ohne weiteres die Leiche von ihrem Mann mitnehmen. Haben die auch nicht? Das waren doch ihre Kollegen aus Tarentin. Aber warum? Warum haben die das getan? Weiß ich nicht. Anders als Polizisten aus Hamburg. Aber die hätten doch sofort protestieren müssen. Wissen Sie, was die jetzt vielleicht mit ihrem Mann machen? Seien Sie doch ruhig! Ich hab von nichts zu hören. Die ganze Zeit versuche ich, das zu verdrängen. Die machen ja wirklich, was sie wollen. Was sie wollen, machen die. Was soll ich denn jetzt Herrn Thielberg sagen? Der hat mich unterwegs noch angerufen. Ich soll ihnen alle Unannehmlichkeiten abnehmen. Na ja, und jetzt das. Wissen Sie, ich weiß ja nicht einmal, wo Ihr Mann ist. In der Pathologie nehme ich an. Drin auf dem Tisch liegt eine Karte mit der Adresse. Da kann man nachfragen, haben Sie gesagt. Was ist denn her? Unterm Sitz. Markus Melchior. Eine Urkunde. Der DDR. Beförderung zum Oberst Gerd Wallner. DDR, das war mal. Eine Visitenkarte. Schöller, K3. Er muss was mit der Kripo in Hamburg zu tun gehabt haben. Vielleicht können die uns weiterhelfen. Hat Baumann sich gemeldet? Ja, er hat angerufen. Er will sich mit mir treffen, weil er mich für irgendwas braucht. Ich habe doch gesagt, Sie sollen ihn fragen, ob er was von Melchior gehört hat. Ja, habe ich auch. Ja, und? Ja, was und? Ja, was hat er geantwortet? Ja, dass er nichts von ihm gehört hat, sonst hätte ich ihm das schon gesagt. Also, das verstehe ich nun wirklich nicht. Haut ab, ohne ein Wort zu sagen. Herr Baumann müsste doch wissen, wo Melchior ist. Nein, das weiß er nicht. Er hat doch mit Melchior einen Termin. Herr Baumann? Steht im Melchiors Terminkalender. Ja, vielleicht meldet sich ja Melchior ja jeden Augenblick. Wenn er kommt, soll er sofort zu mir kommen. Und wenn er anruft, stellen Sie ihn bitte durch, auch wenn ich Besuch habe. Es ist wichtig. Ich kann es Ihnen nur immer wieder sagen und immer wieder. Es ist vollkommen unmöglich. Ralf hatte keine Feinde. Es gab keinen Grund, ihn umzubringen. Ich glaube, es hat man auch ermordet. Ich denke, der hat Selbstmord gemacht. Naja, das sollte so aussehen. Aber der hat sich nicht selbst aufgehängt. Da hat man nachgeholfen. Wer?
Frau Stüben, Tomski und Ihr Mann waren in derselben Firma. Wir glauben, dass die Ursache Ihres Todes da zu finden ist. In der Firma? Wenn ich Ihnen nicht folgen. Hat Ihr Mann niemals mit Ihnen über seine Kollegen gesprochen? Doch, sehr oft sogar. Aber doch nicht davon, dass Sie seine Feinde waren. Im Gegenteil. Wo ist denn Ihr Mann geboren? In Kassel. Warum? Und seine Kollegen? Das weiß ich nicht. Im Westen oder in der ehemaligen DDR? Das weiß ich nicht. Woher soll ich denn? Tomski ist wohl drüben geboren. Jedenfalls hat er da eine Schwester. Und Thielberg und Melchior? Darüber haben wir nie gesprochen. Auch nicht darüber, dass Ihr Mann manchmal etwas Ungewöhnliches an seinen Kollegen aufgefallen ist? Nein, nie. Was soll ihm aufgefallen sein? Worauf wollen Sie eigentlich hinaus? Ob Thielberg, Melchior und Tomski sich von früher kennen. Ich meine von drüben, aus der ehemaligen DDR. Das kann ich Ihnen beim besten Willen nicht beantworten. Davon hat Ralf nie was erzählt. Und aufgefallen ist ihm schon gar nichts, sonst wüsste ich das. Also, eine ganz normale Firma. Ja, eine ganz normale Firma. Aber vielleicht können Sie mir ja sagen, worin sie sich von anderen Firmen unterscheidet. Durch zwei Morde, Frau Stüben. Durch zwei Morde. Mein Gott, noch 24 Stunden. Ah, schon da. Ja, Herr Lindner? Ja. Kirchhoff Bayer von der Kripo Hamburg. Sie wollten eigentlich mit unserem Kollegen Schöller sprechen, aber der war leider verhindert. Ja, wir haben seine Visitenkarte bei dem Toten gefunden. Da dachte ich natürlich, dass ihn das interessiert. Das tut's auch. Danke, dass Sie uns benachrichtigt haben, sehr nett. Das war gar nicht so einfach. Für den Fall ist eigentlich unsere Kripo zuständig. Ich musste die Leute erst überzeugen, dass sie wahrscheinlich über den Toten besser Bescheid wissen. Hier ist sein Ausweis. Markus Melchior. Kennt ihr den Mann? Tja, das ist ein Manager. Mitinhaber der Spedition Röder. In Hamburg? Ja, in Hamburg. Natürlich in Hamburg. Warum? Wir haben ein Dokument gefunden aus der DDR von der Stasi. Ernennung zum Oberst. Schau mal. Nicht von Markus Melchior. Die Urkunde ist auf Wallner ausgestellt. Gerd Wallner. Warum hat er sie dann dabei gehabt? Das ist eine gute Frage. Vielleicht hat er damit jemanden in der Hand. Hier, die Mordwaffe. Ein Fischermesser. Hat sich im Bleigürtel verfangen. Mit den Initialen RS. Sagt euch das was? Natürlich sagt uns das was. RS. Ralf Stüben. Ja, aber der ist doch tot. Wie kann... Sag mal, verstehst du das? Ich bin nicht hierher gekommen, damit Sie mir Ihr Beileid aussprechen, Herr Thielberg. Und auch nicht, um von Ihnen getröstet zu werden. Ich bin hier, um mit Ihnen über meine Abfindung zu reden. Was erwarten Sie von mir, Frau Stüben? Dass ich einen Scheck ausstelle? Mein Mann ist tot, Herr Thielberg. Und er ist nicht beim Angeln ertrunken. Man hat ihn ermordet. Sie sagten es bereits. Ich halte das zwar für eine Vermutung, aber selbst wenn es so wäre, was hat die Firma damit zu tun? Sie hat einen unangenehmen Mitwisser weniger. Mitwisser? Von was? Vom Waffenschmuggel. Den mein Mann zufällig entdeckt hat. Ach, Sie sprechen von Tomskis Nebengeschäft? Damit hat die Firma nichts zu tun. Das war Tomski. Allein Tomski. Und warum haben Sie dann mit meinem Mann verhandelt, wenn es doch allein Tomski war? Frau Stüben, weil Ihr Mann das unbedingt so wollte.
Er dachte, er könne eine Blitzkarriere machen, wenn er uns sein Schweigen verkauft. Eine absurde Vorstellung. Trotzdem sind Sie auf seine Bedingungen eingegangen. Was bin ich? Wir hatten gar keinen Grund, auf seine sonderbaren Forderungen einzugehen. Wir haben nichts zu verschweigen. Da bin ich anderer Meinung. Schade, Herr Thielberg. Ich habe eigentlich geglaubt, wir könnten uns ohne Polizei einigen. Meine liebe Frau Stüben, Sie sollten nicht drohen. Ich kann verstehen, dass Sie nach dem Tod Ihres Mannes Existenzangst haben, aber das darf doch nicht so weit gehen, uns erpressen zu wollen. Ich will Sie ja nicht erpressen. Ich melde doch einzig und allein meinen berechtigten Anspruch auf eine Abfindung an. Berechtigter Anspruch, Frau Stüben? Es gibt keinen berechtigten Anspruch. Sie versuchen lediglich, und zwar genau wie Ihr Mann, die Verfehlung eines toten Mitarbeiters in Geld umzumünzen. Aber daraus, Frau Stüben, daraus wird nichts. Wer gewinnt wohl immer, ja? Sie haben das Pferd falsch aufgezäumt. Durch Erpressung kriegen Sie keinen Pfennig von uns. Nicht so, Frau Stüben. Nein, nein, nicht so. Auch wenn ich Ihre Situation sehr bedauere. Stüben war auf dem See. Das hier sind seine Initialen. RS. Ralf Stüben. Ich wette, das Messer gehörte ihm. Ja, überprüf das mal. Zeig das seiner Frau. Aber das hier, das ist ein Hammer. Eine Urkunde von der Stasi. Die Beförderung von einem Gerd Wallner zum Oberst. Hatte Melchior die bei sich? Ja. In seinem Auto in der Ledertasche. Wie kommt Melchior zu so einer Urkunde? Tja, das haben wir uns auch schon ein paar Mal gefragt. Vielleicht sind Melchior und Wallner identisch. Aber dann trägt er doch sowas nicht mit sich rum. Das ist Dynamit für ihn. Würdest du mit so einer Urkunde durch die Gegend latschen, wenn es deine wäre? Ich würde sie ganz bestimmt nicht mit mir rumschleppen. Ich hätte sie verbrannt, und zwar schon längst. Sag mal, deine Freundin Weimar, die müssen doch irgendwas über einen Oberst Wallner wissen oder zumindest von ihm gehört haben. Na ja, eigentlich ja. Ich meine, so viele Oberste kann es ja nicht gegeben haben in der DDR. Irgendwas müssten die über ihn erfahren können. Wenn die Kameraden von der Firma nicht alle Unterlagen vernichtet haben. Ja, möglich, dass es keine Fingerabdrücke oder Unterlagen mehr gibt. Aber ein Foto, das muss doch noch existieren. Bei Freunden oder Bekannten. Bei seiner Beförderung zum Beispiel. Ja, oder bei öffentlichen Anlässen. Ich meine, er hat ja nicht allein in Weimar oder sonst wo gelebt. Den müssen auch eine Menge Leute gekannt haben. Aha. Der Name Wallner scheint echt zu sein. Das müsste die Ermittlungen eigentlich erleichtern. Dann fax doch die Urkunde einfach mal rüber. Und die Fotos von Stüben und Melchior. Zusammen mit ihren Fingerabdrücken, die haben wir ja. Naja, aber auch dann alles von Thielberg. Ich meine, den können wir heimlich fotografieren und an die Fingerabdrücke kommen wir leicht. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Das ist vielleicht eine Firma. Eingetragen auf Thielberg. Später kam Melchior hinzu mit einer Einlage von 500.000 Mark. Das ist alles korrekt. Ja, alles korrekt. Schön wär's. Da ist nichts zu machen. Wir müssen warten, bis sie Stüben freigeben. Freigeben? Was heißt freigeben? Er muss erst mal untersucht werden. Warum denn? Das haben Sie mir nicht gesagt. Diese Wichtigtour. Völlig umsonst diese lange Fahrt gemacht. Wenn die Untersuchung abgeschlossen ist, kriegt Frau Stüben sofort Bescheid. Hast du denn nicht gesagt, dass du für Frau Stüben die Beerdigung erledigst? Ja, aber sie informieren trotzdem nur die nächsten Angehörigen. Ich verstehe auch nicht, warum das alles so wichtig ist. Weil mir Thielberg im Nacken sitzt. Thielberg hat Angst um den Ruf der Firma, wenn der Tod von Tomski und Stüben an die große Glocke gehängt wird. Darum musst du dich ja nicht gleich überschlagen. So viel ich weiß, leben wir von der Firma, nicht? Und so grundlos sind die Befürchtungen von Thielberg nicht. Was ist denn? Steig ein, los! Oh, Frau Stüben, wollen Sie zu uns? Dann kommen Sie doch bitte rein. Setzen Sie sich. Wollen Sie Kaffee? Nein, danke. Das ist aber nett, dass Sie zu uns kommen. Das erspart uns nämlich den langen Weg zu Ihnen raus. Erkennen Sie das wieder? Ralfs Messer. Das Messer gehörte meinem Mann, er hat es immer zum Angeln gebraucht. Vielen Dank, Frau Stüben. Das war eigentlich alles, was wir von Ihnen wissen wollten. Was ist denn damit? Nichts. Wir haben es gefunden, am See. Aber warum sind Sie eigentlich gekommen? Sie wollten doch bestimmt irgendwas.
Ich habe noch mal nachgedacht über das, was Sie mir gesagt haben. Also über die Firma und über die Kollegen und so. Stimmt nicht, was ich Ihnen erzählt habe. Mein Mann hat sehr wohl was gewusst, etwas sehr Schwerwiegendes sogar. Am Montag, da hat er zufällig Waffen entdeckt. Aus der ehemaligen DDR. In einer Schiffsladung. Zwischen Maschinenteilen für die Türkei. Pilo. War gar nicht so leicht, sie zu finden mit dieser mal blond, mal dunkel Masche. War das Tomskis Idee? Naja, ist auch egal, jetzt sind sie da. Was wollen Sie? Na, was wohl? Die Schweizer Frankli, was sonst? Warum kommen Sie da zu mir? Weil Sie sie haben, hat Tomski gesagt. Als er noch was sagen konnte. Ich hab gewusst, dass Sie es waren. Er hat Selbstmord begangen, so wie Sie. Wenn Sie nicht klüger sind als er. Und jetzt wollen Sie kassieren und abhauen. Wie Tomski. Weil Sie jetzt Angst haben, dass Sie auffliegen? Genau. Und darum brauche ich das Geld. Alles. Und schnell. Es gehört der Firma. Was ist? Nein? Welche Selbstmordart haben Sie sich für mich ausgesucht? Eine todsichere. Muss ich dazu aufstehen? Es wäre besser. Wie Sie wollen. Da seid ihr ja endlich. Habe ich es aus dem Bett geholt? Nein, aus der Badewanne. Was ist mit Gilbert? Um den müssen wir uns nicht mehr kümmern. Den fotografiert jetzt der Kollege. Ist er tot? So tot, wie man nur sein kann. Aufgesetzter Schuss. Die Kugel hat ihn im Magen zerfetzt. Nein. Sagt jedenfalls der Arzt. Nein. Nee, ist er nicht. Das Foto kenne ich schon. Sie war blond. Aber sonst könnte sie es sonst gewesen sein. Sie war sehr blond und hatte eine Brille. Aber sie könnte doch theoretisch eine blonde Perücke aufgehabt haben. Ja, eine Brille kann sich jeder aufsetzen. Also was ist jetzt? Ja. Kann sie es gewesen sein? Kann sie. Kann, sage ich.
Also los, lass sie blond machen. Langes oder kurzes Haar? Halblang. Glatt? Nee, so nach außen. Wird zum bucklig. Also gut, davon brauchen wir ungefähr 50 Fotos. Blond und dunkel. Und dann nichts mehr an alle Bahnhöfe und Flughäfen damit. Dann mach mal. Aber schnell. Meine Damen und Herren, auf Gleis 4 fährt jetzt ein die CE677 Balthasar Neumann nach Frankfurt. Plan ist hier der Abfahrt 22:15 Uhr. Hier, das lag da auch noch. Wir haben jede Menge Hotels angekreuzt, alle in Südamerika. Offensichtlich hat sie die Reise lange geplant. Ja, und alles gut vorbereitet. Jede Menge Prospekte. Hier. Lima, Rio, Caracas, Santiago. Delfin. Kollege Schöller, hier ist Merschmeier von der Kripo Weimar. Ja, wir haben ein Foto gefunden von diesem Wallner. Ja, Oberst Wallner. Wir schicken es Ihnen sofort. Nee, nicht faxen, da erkennst du ja nicht. Wir machen das mit Eilkurier. Da haben Sie es heute Nachmittag auf dem Tisch. Alles klar, keine Ursache. Auf ein andermal. Ist ja allerhand. Ja, genau, das ist sie. Ich habe mir doch gleich gedacht, das muss eine Perücke sein. Hat sie bei Ihnen einen Flug gebucht? Ja, zwei zuerst, aber einen davon hat sie stornieren lassen. Für wen war denn der zweite? Für einen Herrn Tomski? Ja, genau. Aber der ist krank geworden, glaube ich. Deshalb konnte er heute auch nicht mitfliegen. Und wohin geht der Flug? Nach Lima, von Frankfurt, heute Abend. Damit kriegen wir sie. Darf ich mal? Verhör von Lilo Maschke, das mit Ihrem Einverständnis auf Tonband aufgenommen wird. Frau Maschke, Melchior können wir nicht mehr befragen. Thielberg auch nicht, nachdem Sie ihn erschossen haben. Die Röder Spedition, was ist das eigentlich für eine Firma? Sie hat mal zu Coco gehört. Westgeschäfte, verstehen Sie? Mit einem westlichen Strommann. Der ist inzwischen gestorben. Und Thielberg war der Chef. Thielberg und Melchior, die waren beide Stasi-Offiziere und Tomski ja auch. Und dann erst hat man sie in den Bereich Coco versetzt. Ja, aber das ist doch schon lange vorbei. Den Bereich Coco gibt's doch gar nicht mehr. Nein. Das war kurz vor der Wende. Da haben Thielberg und Melchior versucht, alle Spuren der Firma zu verwischen. Ja? Sie haben alle Unterlagen durch den Reißwolf gejagt. Und seitdem führen sie die Firma ja sozusagen auf eigene Rechnung weiter. Ja? Und das ist immer ganz gut gegangen. Ja, ja, sehr gut sogar. Bis Tomski untertauchen wollte. Und warum wollte Tomski untertauchen? Weil er bei der Wende noch nicht drüben sein konnte und weil er deswegen natürlich auch seine Spuren nicht so vollkommen verwischen konnte wie die anderen. Verstehen Sie? Verstehe. Er hatte Angst, dass er auffliegt. Oder dass ihn die anderen aus dem Verkehr ziehen. Der war doch ein Risiko für die. Früher oder später, da hätten die das in jedem Fall gemacht. Der musste weg, der wollte weg, so schnell wie möglich. Mit 1 Million Schweizer Franken. Vom Firmenkonto in Zürich.
Ich kannte ihn seit 1991. Er hat mir immer alles ganz offen gesagt. Wir wollten heiraten, wir wollten ein neues Leben anfangen. In Südamerika. Und er hatte doch auch die Vollmacht. Es war alles ganz leicht. Es konnte im Grunde überhaupt nichts schiefgehen. Aber leider ist es doch schiefgegangen. Ja, leider. Weil Thielberg hat ihn abgefangen und... Er hat ihn abgefangen, als er aus Zürich zurückkam. Und hat ihn dann umgebracht? Ja, er oder Melchior oder... Oder beide, ich weiß es nicht. Das hätten sie mit mir auch gemacht, wenn ich nicht schneller gewesen wäre. Tomski, Stüben. Skrupel haben die nicht gehabt. Nein, die sind über Leichen gegangen. Ich bin so froh, dass der Spuk jetzt vorbei ist. Ist er das? Einer fehlt noch. Kommen Sie rein. Guten Abend, Herr Baumann. Guten Abend. Schön, dass Sie so schnell gekommen sind. Aber bei so viel Geld hatte ich das nicht anders erwartet. Ich weiß gar nicht, was Sie mit so viel Geld meinen. Wirklich nicht? Nein, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum Sie mich angerufen haben. Was wollen Sie von mir? Ich möchte mich mit Ihnen einigen. Jetzt, da Ihr Strohmann Thielberg tot ist. Strohmann? Thielberg war der Chef. Nur nach außen. Sie sind der Chef. Sie ziehen die Fäden im Hintergrund und schieben die anderen vor. Sie sind ja verrückt. Was ist das? Ihre Beförderung zum Oberst, Herr Wallner. Ich heiße Baumann. Jetzt. Früher hießen Sie Wallner. Gerd Wallner. Das kann gar nicht meine Urkunde sein. Wo haben Sie das her? Von Tomski. Man hat sie ihm zugesteckt, als er für die Firma Waffen von ihren früheren Kollegen besorgt hat. Und warum ist er nicht gleich damit zu mir gekommen? Weil er sie sozusagen als Rückversicherung brauchte gegen Sie. Er hat sie immer bei sich gehabt. Bis Melchior sie ihm abgenommen hat. Interessant. Und warum haben Sie sie jetzt? Ich habe sie immer gehabt. Melchior hatte nur die Kopie. Eine sehr gute Kopie allerdings. Tomski hat sich umgebracht, weil er die Schweizer Bank mehr liebte als sich selbst. Er hätte kooperativer sein sollen. Sie meinen, Ihnen das Geld geben? Richtig. Das Geld gehört der Firma. Das Geld, das Sie jetzt brauchen, weil Ihnen der Chefsessel zu heiß wird. Wo ist es? Hier. In diesem Raum? Nicht ganz. Sie sind voller Überraschungen. Machen Sie auf. Hören Sie doch auf mit diesem Quatsch mit dem Oberst. Ich habe mit diesem Wallner oder wie der heißt, nichts zu tun. Nein? Aber seine Uniform passt Ihnen ausgezeichnet.